Im Sangerhäuser Friesenstadion wurde am 8. September der nunmehr 12. Südharz Cup der Nachwuchsleichtathleten ausgetragen. Bei bestem Wetter kämpften in diesem Jahr erstmals Kinder und Jugendliche erst ab 10 Jahren um Sieg und Platz. Für die Jüngeren wurde vor einiger Zeit die Kinderleichtathletik ins Leben gerufen. So, wir haben heute hier den 12. Südharz Cup angemeldet, sind 9 Vereine, neben dem ASV noch Vereine aus Deutschenthal, Turbine Halle, LG Merseburg, SG Chemie Bitterfeld, Mansfelder Grund Alsleben, SG Buna Halle, der Gänsefurter Sportbewegung und der MSV Meuselwitz. Meter Lauf 75, 100, 300, 400, 800 und 1500 Meter Lauf. Weiterhin technische Disziplinen wie Weitsprung, Ballwurf, Kugelstoßen und auch Staffeln gibt es heute zu bewundern. Der ASV hat ja das Ganze vor 12 Jahren ins Leben gerufen. Mit welchem Ziel? Der ASV wollte einerseits auch anderen Vereinen und sich selbst eine Möglichkeit schaffen, um hier die Kräfte zu messen, die Trainingsleistungen umzusetzen in den Wettkämpfen. Wir haben in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Jungen und Mädchen an die Sportschule nach Halle delegieren können und sind dadurch Leistungsstützpunkt des Landes Sachsen-Anhalt geworden. Unter anderem können wir einzelne Personen nennen, wie ein Maximilian Sluka, der schon deutsche Meistertitel-Ehren nach Hause gebracht hat, ebenso Till Blättermann und auch andere, die für den ASV ursprünglich auf Medaillenjagd gegangen sind. Durch die exzellente Nachwuchsarbeit des ASV Sangerhausen hat sich die Mitgliederzahl in der Abteilung Leichtathletik verfünffacht. Doch nach oben ist noch Luft. Wir haben mehr Mitglieder als noch vor ein paar Jahren, das ist wohl wahr, aber wir sind immer auf der Suche. Gerade im jüngeren Bereich, bei den 7-8-Jährigen, könnten wir noch ein paar Sportler gebrauchen und sind sehr offen für weitere Zugänge. Zahlreiche Helferinnen und Helfer sorgten für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Schließlich absolvierten die mehr als 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer insgesamt über 200 Starts in den verschiedenen Disziplinen. Doch musste sich das neu aufgestellte Team um Thorsten Reinsch zwischendurch immer wieder auch mit den Betreuern der anderen Vereine abstimmen, zum Beispiel um Leerlaufzeiten zu verkürzen. So, Nelly, du hast heute ja mitgemacht. Was hast du denn heute für Disziplin absolviert? 50-Meter-Sprint und Weitsprung. Und? Wie war's? Also, bist du zufrieden? Ja, 3,34 Meter war mein bester Sprung. Wie bist du zur Leichtathletik gekommen? Weil meine Freundin das gemacht hat und dann wollte ich es auch probieren. Und? Bist begeistert? Ja. Darüber freut sich auch Trainer Heiko Wagner. Wir haben schon aus dem Sichtpunkt heraus, dass es in Sangerhausen ist, nicht weit weg von uns, sind wir natürlich verpflichtet und machen das auch gerne, hierher zu kommen zum Wettkampf. Da wir ja wissen, dass auch die Sangerhäuser zu unserem Wettkampf kommen am 22. September. Und wir haben heute eine kleinere Truppe zwar bloß hier. Wir finden es ein bisschen schade, dass die Kleinen, also unter 10-Jährigen, keine Leichtathletik mehr machen dürfen im Land. Nur noch allgemeine Wettkämpfe. Deshalb, sage ich mal, können die Kleinen eben nicht beim Wettkampf dran teilnehmen. Und bei den Großen, da spielen manchmal noch andere Sachen mit rein. Da sind ein paar Sachen von der Schule nun schon wieder aktuell. Aber dadurch, dass wir mit unseren Leistungsträgern heute hier sind, haben wir auch Chancen, ein paar gute Plätze hier abzusammeln. Vielleicht mal ein, zwei Namen? Ja, ich sag mal, bei den Großen, da ist der Finn Hausner prädestiniert, hier heute eine gute Rolle zu spielen. Da geht dann 3 Disziplinen an den Start. Und auch die Lilly Wischalla, die einen Weitsprung schon absolviert hat und deutlich über 4 Meter gesprungen ist, spielt da wahrscheinlich auch eine gute Rolle. Neben Weitsprung, bei dem sie sich Platz 2 sichern konnte, war Lilly Wischalla auch beim 100-Meter-Lauf sehr erfolgreich. In einer Zeit von 13,94 Sekunden konnte sie sich in dieser Disziplin sogar den Sieg holen und damit gleich 2 der begehrten Medaillen mit nach Hause nehmen. Die Siegerehrungen beim 12. Südharz Cup übernahmen übrigens keine geringeren als Alexander Viehmann, Geschäftsführer des Kreissportbundes Mansfeld-Südharz und die Vorstandsvorsitzende des ASV Sangerhausen, Uta Fiedler.
und Niklas Ebeli. Bitte zur Siegerehrung Altersklasse M11 für Stefan und Niklas Ebeli.